Olaf, das kannst du doch nicht machen. Ich müsste das halb durchschneiden und dann. Ich nehme es mir jetzt noch einmal. Ich hab's noch einmal. Ja, soll ich erst den Wimpel? Jetzt einmal kurz an die Seite. Ich steck erst den Wimpel da rein. Und da den anderen, genau. Ja, Flo, wir müssen uns mal daneben stellen. Lass die Flasche mal da vorne weg. Jetzt gibt's noch die Drehfallschlacht. Ich leg's hier rein. Ich will es ja nicht alles schaffen, also da ist jetzt der Liebe Feuerwehrkameraden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ganz besonders aber auch heute wieder, liebe Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr. Heute der Tag stand ganz besonders im Zeichen der Wettbewerbe. 88 Mannschaften haben an unserem Wettbewerb teilgenommen. Davon 44 Mannschaften bei der Kreisübung und 44 Mannschaften beim Bundeswettbewerb. Ich denke, das ist schon mal den ersten Applaus wert. Und es soll auch kein Geheimnis sein, dass dieser Wettbewerb damit einer der größten Wettbewerbe in Deutschland ist und der größte sogar in Hessen. Und so einen riesigen Wettbewerb kann man natürlich nicht alleine auf die Beine stellen. Und da danke ich ganz besonders unseren Wettbewerbsleitern aus dem Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr, David und Michael, unseren zahlreichen Bahnleitern, unseren vielen Wertungsrichtern, die draußen auf dem Platz standen und natürlich all den Personen, die bei der Vorbereitung, der Nachbereitung, der Auswertung im Hintergrund geholfen haben. Ohne euch wäre so ein großer Wettbewerb nicht möglich. Zahlreiche Ehrengäste zu uns gekommen sind. Das zeigt uns, dass ihr hinter den Jugendfeuerwehren steht. Begrüßen darf ich zahlreiche Bürgermeister aus den Kommunen in Waldeck-Frankenberg und erwähne da stellvertretend unseren Hausherrn hier in Bad Wildungen, Herrn Bürgermeister Ralf Gutheil. Dann sind heute auch zahlreiche Abgeordnete zu uns gekommen. Ich begrüße hier Armin Schwarz vom Deutschen Bundestag. Sowie Frau Dr. Daniela Sommer und Herrn Jan-Wilhelm Pohlmann vom Hessischen Landtag. Schön, dass Sie da sind. Als Vertreter der Feuerwehren haben wieder zahlreiche Stadtbrandinspektoren und Gemeindebrandinspektoren heute vor Ort. Viele waren die Tage über auch vertreten, haben sich hier auf dem Zeltplatz umgesehen. Und auch da erwähne ich stellvertretend den Stadtbrandinspektor der Stadt Bad Wildungen, Alexander Paul. Beide waren bis heute Nachmittag noch auf einer Veranstaltung vom Bezirksfeuerwehrverband in Reichensachsen, haben diese frühzeitig verlassen, damit sie heute bei uns sein können. Schön, dass wir so einen hohen Stellenwert bei euch haben. Herzlich willkommen hier in Odershausen, liebe Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr, vor allen Dingen liebe Betreuerinnen und Betreuer, liebe Ehrengäste, lieber Herr Wittenburg. Ja, toll. 88 Mannschaften haben sich hier heute gegenseitig ein Kräftemessen gegeben. Und dass das auf Interesse stößt, nicht nur bei euch, das freut mich, sondern das seht ihr auch, dass unsere Bundes- und Landespolitik und auch die anderen Führungskräfte der Feuerwehr anwesend sind und auch ein paar Bürgermeisterkollegen. Sie haben sich so ein bisschen versteckt. Einer sitzt offen hier vorne links und einer da hinten rechts. Aber wie gesagt, sie sind da, sie interessieren sich für euch und das
zeigt, wie gesagt, euren Stellenwert. Wenn ihr das Zelt schaut, wie voll es hier ist und mit welchem Spaß ihr auch dabei seid. Heute standen ja schon Wettbewerbe auf dem Programm. Ich wünsche allen dafür auch, die sich weiterqualifiziert haben für die weiteren Wettbewerbe, hier schon mal alles Gute. Und Herr Wittenburg, das kann man, glaube ich, auch feststellen, in der ersten Veranstaltung des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers an oberster Spitze, bis hierhin eine gelungene Veranstaltung. Weiterhin dafür schon mal alles Gute. Und ich kenne es noch so aus meiner eigenen Jugendzeit, wenn Kreisjugendfeuerwehrzeltlager war, an dem nächsten Montag in der Schule, da wurde das immer erzählt und da wurden diejenigen neugierig. Ich kann euch allen nur zurufen, geht Montag in die Schule und erzählt von diesem tollen Erlebnis an diesem Wochenende. Damit begeistert ihr andere junge Menschen, sich auch in der Jugendfeuerwehr zu engagieren. Ich gehe mal zur Seite, sonst pfeift's. Also, werbt am Montag fleißig dafür. Und ich wünsche heute Abend auch eine schöne Veranstaltung bei eurem Discoabend. Alles Gute. Thomas, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Thomas hat es vorhin schon gesagt, wir sind extra ein bisschen früher abgereist, dass das klappt. Bin total beeindruckt, dass es heute wirklich hier geklappt hat, dass wir so viele Jugendliche hier haben, die mitgemacht haben. Jeder von euch ist Sieger, weil ihr nämlich gemeinschaftlich was bezweckt habt. Ihr habt hier wirklich gezeigt, was ihr könnt. Das ist ganz hervorragend und dafür erstmal meinen vielen Dank. Ich freue mich darauf, dass ich wirklich dann später auch einen Großteil von euch wieder mal sehen darf. Dann, wenn ich nämlich bei euch dann die nächste Abnahme mache, sprich, wenn wir uns beim Grundlehrgang dann irgendwann wiedersehen, da freue ich mich jetzt schon drauf, viele, viele von euch wiederzusehen. Und in dem Sinne sage ich euch, bleibt bei der Feuerwehr, bleibt dem Thema gewogen und setzt euch weiter dafür ein, dann wird alles auch wunderbar werden. Also, vielen Dank und noch viel Spaß heute. Vielen Dank für die Einladung. Du und dein Team, ich nenne jetzt nicht alle, aber alle, die bis hierher das heute so ermöglicht haben, vielen Dank dafür. Ausrichter, Schiedsrichter, die Leute, die im Hintergrund stehen, die ich jetzt vergessen habe, alle die. Aber wichtig sind natürlich die 88 Mannschaften. 88 Jugendmannschaften. Bei der Einsatzabteilung dieses Jahr Kreiswettkämpfe waren es 31. Es wird wieder besser. Wenn ihr dann beim Bernd bestanden habt den Lehrgang und kommt dann in die Einsatzabteilung, dann sind wir auch wieder 88 Mannschaften und mit unserem Kreisentscheid auch weit vorne. Auf jeden Fall, alle Teilnehmer sind heute schon mal Gewinner. Einer oder der andere ist vielleicht etwas besser, aber alle seid ihr Gewinner. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und will nicht jetzt zwischen der Siegerehrung stehen und heute Abend auch gute Musik. Der Technik auf dem Platz, wo ihr jetzt dran denkt, sondern da geht es erstmal um die Zeltlager-Rallye, die wir heute veranstaltet haben. Das hat Sophia gemacht mit dem Jugendforum. Da hat's auch. Ja, erstmal sehr, sehr schön, dass 44 Mannschaften mitgemacht haben und sich die Zeit genommen haben, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und so ein bisschen über den Zeltlagerrand hinaus zu gehen. Waren viele richtige Antworten dabei. Manche waren noch ein bisschen fantasievoll, aber prinzipiell war das alles auf einem sehr guten Weg und unser heutiger Sieger war ganz, ganz nah dran, fast alles richtig gemacht zu haben. Und deswegen würden wir gerne, wenn Charlotte gleich den Sieger bekannt gibt, 2, 3 Leute aus dieser Jugendfeuerwehr nach vorne bitten, dass ihr euren Preis entgegennehmt. Und wir hoffen, ihr macht euch damit einen richtig schönen Tag. Also, die Jugendfeuerwehr, die gewonnen hat, das ist die Jugendfeuerwehr Helsen. Abenteuerland, in dem sich die Jugendfeuerwehr einen schönen Tag machen kann. Nicht nur an uns beiden, sondern auch an viele andere, da namentlich zu erwähnen, ist noch der Werner Pilger, der Stefan Maurer und der Dirk Ungemach, nee, ich sag lieber Rosti, dann bist du besser bekannt, als Bahnleiter, die uns da unterstützt haben und der Marc Wäscher, der uns hier im Fragebogen unterstützt hat und natürlich alle Wertungsrichter, ohne die wird dieser Wettbewerb so nicht funktionieren. Also einen herzlichen Dank an euch. Applaus
wahrscheinlich, weil ihr auch nicht damit gerechnet habt. Ihr habt mir nämlich gestern gesagt, dass es heute gar nichts werden kann, weil ihr seid gar nicht so gut vorbereitet. So, und Platz 1 mit 1656 Punkten. Das bedeutet also ein fehlerfreier A-Teil, kein Fehler in Fragebogen. Das ist nah an der maximalen Punktzahl. Geht an Berndorf 1. Das war's von der Kreisübung und jetzt kommen wir zu den ganz spannenden Plätzen vom Kreis.